und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist es wieder an der Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Ich habe jetzt gerade eben mal nachgeschaut. Das letzte hatte ich am 12.02. hochgeladen. Das heißt jetzt fast schon wieder 2 Monate her. Und ich habe es auch in meinem Zimmer gemerkt, denn ja, die Berge hier wurden immer größer oder der Berg. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde das wieder in 2 Teile für euch teilen. Das heißt, jetzt seht ihr ja, wie in der Überschrift auch schon, geht es um die ganzen aufgebrauchten Haushaltsprodukte mit jeweils einer kleinen Review dazu, wie ihr das ja von mir kennt. Und im nächsten Teil zeige ich euch dann alles an Beauty-Produkten und Kosmetikprodukten, was ich leer gemacht habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich lege los mit als erstes einer Handseife von Balea. Das ist eine Cremeseife und das ist jetzt die Duftrichtung Buttermilch und Lemon gewesen. Und ich muss sagen, ich finde die von Balea immer sehr gut. Da sind immer 500 Milliliter drin und ich weiß, ich glaube in dem letzten Video wurde gefragt, wie man es schafft, in einem Monat so eine Pulle leer zu machen. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber wir waschen uns so ziemlich jeden Tag auch mehrmals die Hände. Sei es nach dem Kochen, nach dem auf Klo gehen, also wann man eben so seine Hände wäscht. Ich fand das irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, im Zwei-Mann-Haushalt eine so eine pro Monat leer zu machen, finde ich jetzt keine Meisterleistung, aber gut. Ja, genau. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Da kommen von Balea auch immer wieder neue Düfte rein. Das finde ich immer wieder cool. Ich habe jetzt aktuell von Fahr eine in der neuen Duftrichtung Honig, wo es auch die passende Dusche zu gibt. Die werdet ihr, glaube ich, auch in meinem nächsten Teil sehen. Und ich liebe diesen Geruch, der ist himmlisch. Und ja, dann machen wir weiter mit feuchtem Toilettenpapier. Da ist mein Liebstes tatsächlich das von Cotonelle. Da habe ich einmal hier Shea Butter. Das war so die Notlösung, sage ich mal. Aber am liebsten mag ich das hier mit grünem Tee und Jasmin. Das ist wirklich mein absolutes Lieblings-WC-Papier, sage ich mal, und habe ich auch schon ganz, ganz oft nachgekauft. Kann ich euch wirklich empfehlen. Und ja, das war hier so ein Vorteilspack. Haben wir auch aktuell gerade schon wieder neu da. Was ich auch schon wirklich Ewigkeiten nachkaufe, gefühlt, sind von Profissimo hier diese 8-Stunden-Lichte. Ich bin Fan von diesen 8-Stunden-Lichten im Vergleich zu den anderen, weil wenn man so einen Fernsehabend macht oder so, geht der in der Regel länger als 4 Stunden. Und ich finde das blöd, wenn die Teelichter dann zwischenzeitlich ausgehen. Von daher, hier sind ein bisschen weniger drin, meine ich, als in den normalen Verpackungen. Die sind auch ein bisschen teurer, aber ja, mir ist es das wert und ich mag die viel lieber. Ja, zwischenzeitlich habe ich dann unsere Spülmaschine einmal gereinigt mit diesem Hygienereiniger von Dr. Beckmann und ja, das mache ich ab und an mal. Ich kann euch gar nicht sagen, in was für einem Intervall, eigentlich eher gesagt immer dann, wenn mir mal danach ist oder wenn die Spülmaschine mal ein bisschen müffelt, ja, dann gebe ich das dazu alle paar Monate, also jetzt nicht jeden Monat und danach ist sie wirklich richtig schön sauber und frisch und ja. Dann habe ich auch, passend jetzt zur Spülmaschine, hier von Finish haben wir diese Tabs leer gemacht. Ich muss sagen, damit war ich sehr zufrieden. Die hatte ich auch schon nachgekauft. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viele jetzt. Vielleicht noch ein paar Stück. Und dann, aber es sind noch andere, die wir haben. Und dann muss ich mal gucken, dass ich die wieder nachkaufe. Aber ich glaube, die sind so rausgegangen. Beziehungsweise haben die Verpackung geändert oder irgendwas. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall bin ich wirklich auf der teureren Variante hängen geblieben, weil ich das Gefühl habe, die sind wirklich besser. Ich habe ja damals am Anfang, wo wir hier eingezogen sind, vor über knapp 2 Jahren, immer die günstigen benutzt. Die haben auch immer funktioniert, aber irgendwann nicht mehr. Also war ich damit nicht mehr so zufrieden, eigentlich überhaupt nicht. Weil wir auch noch Essensreste dranhängen hatten und ich hatte alles aufgefüllt, klar, Spüler und Co. Und seitdem wir die benutzen, glänzt das Geschirr wirklich mehr. Also selbst mein Freund sagt das und ja, seitdem sind wir da auch hängen geblieben. Dann sind leer gegangen auch mal wieder von Profissimo die Geschirrreiniger, 6 Stück. Das sind eben diese Schwämme. Was soll ich da groß zu sagen? Die erfüllen ihren Zweck und ja, kann man immer gebrauchen. Kaufe ich aber auch von anderen Marken nach. Außer die teuren, ehrlich gesagt, weil das sehe ich nicht ein. Also brauche ich nicht. Dann ein Produkt, was ich endlich leer gemacht habe, worüber ich wirklich sehr froh bin, denn ich mochte es überhaupt nicht. Ich habe es mir gekauft, weil meine Mama davon geschwärmt hat, beziehungsweise ich glaube mittlerweile, das war der Badreiniger, von dem sie geschwärmt hatte, von Fizz. Das ist jetzt so ein Glas- und Flächenreiniger und ich dachte so als Alternative zu meinem geliebten Sidolin kann ich das ja mal ausprobieren. Das Produkt stinkt höllisch nach Alkohol.
mochte ich überhaupt nicht und ja, es hat ewig gebraucht, bis ich den jetzt endlich leer gemacht habe, weil ich mich immer gedrückt habe, den zu benutzen. Aber jetzt ist es endlich passiert und ja, würde ich niemals mehr nachkaufen. Dann, ja, wie ich eben gerade von sprach, hier mein geliebter Sidolin, den muss ich jetzt auch aktuell wieder nachkaufen. Ich werde heute auch nochmal in den DM düsen und dort ein paar Kleinigkeiten nachkaufen, die ich brauche. Und da wird er auch wieder mit bei sein. Das benutze ich für alles, alles. Fenster, Oberflächen und. Genau. Ja, was muss ich noch nachkaufen? Unbedingt brauche ich auch wieder feuchte Bodentücher. Da habe ich hier zwei verschiedene aufgebraucht. Einmal diese Variante mit Duft, und zwar Grapefruit-Duft von Denk mit, und einmal dann diese herkömmlichen. Ja, ich muss sagen, die gefallen mir immer gut. Ich wische jetzt nicht so oft, aber ich will es mir momentan angewöhnen. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, oder nee, gestern war das, vor ein paar Tagen, gestern unser Schlafzimmer endlich mal wieder gewischt, und die Staubmäuse, die sich da ansammeln durch die Bettwäsche und eben, ne, durch einfach das Schlafzimmer ist, dass da auch Wäsche ist. Es war so krass, also ich will es mir angewöhnen, das echt öfter zu machen. Ja, warum benutze ich diese Tücher? Weil es einfach, ja, eigentlich bei uns nicht lohnt, mir in Eimer Wasser zu machen, weil ich, wie gesagt, nicht so oft wische. Und ich habe das Gefühl, ich komme damit besser klar, weil es schnell gehen muss, wie gesagt, und weil ich nicht häufig wische. Und es lohnt einfach nicht, so einen ganzen Eimer zu machen, dadurch, dass man eh bei uns vorsichtig sein muss, weil zu Anfang, wo wir hier eingezogen sind damals, habe ich mit einem Eimer, sage ich mal, Wasser gearbeitet, und es darf einfach nicht zu feucht sein, weil das sonst unter das Laminat läuft und dann, ja, schlägt das so Blasen, oder wie sagt man, also, ne, es kommt hoch und geht kaputt sozusagen. Ich weiß, man könnte den Lappen auch noch mehr ausbringen, aber ich fahre irgendwie damit besser. Und ja, das muss jeder wissen, ne? Umwelt, ich weiß, aber das entscheidet jeder für sich selber. Genau. Dann habe ich hier noch zweimal von Denk mit die folgenden Allzwecktücher in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit Apfelduft und einmal die klassischen. Die werde ich auch nachkaufen. Aktuell habe ich noch eine andere Variante von Denk mit. Das sind die mit Zitronenduft, meine ich, also mit Zitrusduft. Finde ich auch super. Genau, dann ein Produkt, das hatte ich, glaube ich, mal im Penny mitgenommen, im Angebot von Sacrotan war das hier, so ein WC-Reiniger. Und der ist, ich meine, mit Zitrusduft, gehe ich jetzt gerade mal von aus, weil der gelb ist. Ja, zitrusfrisch. Ja, fand ich gut, da bin ich ganz flexibel, da muss es jetzt nicht unbedingt wieder der Marken WC-Reiniger sein von Sacrotan. Aktuell habe ich auch von Denk mit einen da, also da bin ich auch flexibel. Da kaufe ich, was mir ins Auge fällt. Was ich auch heute unbedingt wieder nachkaufen muss, ist hier mein geliebter Meisterpropper Badreiniger. Ja, und der ist mit Fibresduft, und da wurde ich damals angefixt von der lieben Make-up is My Passion 85. Ja, also seitdem du da so von geschwärmt hast, meine Liebe, komme ich davon nicht mehr los. Das ist wie eine Sucht. Und damit macht das Badputzen tatsächlich Spaß, weil das Bad auch richtig schön duftet und nicht nur nach diesem typischen Reinigungsalkoholgeruch. Das waren sogar noch 40% extra, gibt es ja ab und zu mal. Und ja, der wird heute auch wieder mit in meinem Körbchen waschen. Muss ich gleich unbedingt mir alles aufschreiben, nicht, dass ich es vergesse nachher, wenn ich im DM bin, was ich eigentlich noch wollte. Relativ neu rausgekommen, auch bei DM, sind von Cillit Bang jetzt diese neuen Klosteine hier. Die nennen sich Blue Wave 6 oder so, Ozeanfrische. Und ich muss sagen, ich bin so krass zufrieden mit diesen Teilchen, weil das wirklich Klosteine sind, die mal, ja, verhältnisweise richtig, richtig lange halten. Also da können die billigen wirklich nicht mithalten, die gefühlt nach 4-5 Tagen leer sind. Das ist mit Blauspüler und ja, wie lange habe ich den schon im Klo gehabt jetzt? Also Wochen gefühlt, bestimmt 2-3 Wochen. Also das ist schon echt krass, finde ich. Und ja, also sehr, sehr langlebig, sehr ergiebig und ja, werde ich nachkaufen. Cool. Ich stehe sowieso auf diesen Blaustühler. Ne? Es ist so, weiß ich nicht, so ein Tick. Also das, ich habe das Gefühl, das ist dann hygienischer. Braucht man eigentlich nicht, weiß ich, aber Michael braucht das. Genau. Genauso wie ich super begeistert bin von den eigentlich relativ teuren, wie ich finde, wie nennen die sich? Life Sense Düften von Airwick. Das sind diese kleinen Glastiegelchen, die man an so einen Duftstecker ranmachen kann und dann eben in die Steckdose steckt. Und dann riecht das alles sehr schön. Ich muss sagen, die sind, wie gesagt, mit 4 Euro, meine ich, kostet so ein Nachfüller, relativ teuer. Aber die halten auch echt lange.
Und wenn ich den bei uns in den Flur stecke, wo ich das gerne benutze, dann riecht, also duftet wirklich der ganze Flur. Und ich finde das sehr, sehr schön. Gerade wenn man die Wohnung aufgeräumt hat und dann einfach, wenn Besuch kommt und generell natürlich für einen selber diesen schönen Duft, der wirklich sich durch die ganze Wohnung verteilt. Ja, ich hatte hier frische Wäsche, luftige Brise und grüne Apfel. Finde ich cool. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Varianten, auch Cotton, also Baumwolle mag ich auch sehr gerne. Und saisonal wechseln die immer und ich finde ihn richtig, richtig cool. Ja, das kaufe ich mir auch immer mal danach. So, und dann sind noch leer gegangen. Ich meine, das waren noch welche aus der Weihnachtszeit, so zwei Kerzen. Und zwar einmal hier von Glay, die Duftkerze, das war Orange, meine ich. Die war im Angebot, ich glaube, das hatte ich geholt, die Weinkerzen, wo das Wintersortiment an Kerzen rausgegangen ist. Und oh, riecht richtig toll. Also ich mag die Glay-Kerzen sehr gerne. Ich benutze die für besondere Anlässe, sage ich mal. Also abends, wenn ich einen gemütlichen Abend mit meinem Schatz mache oder auch beim Baden mag ich die ganz gerne. Und dann hatte ich hier noch einen, ich kann euch gar nicht sagen, was für eine Duftrichtung das war. Auf jeden Fall, das ist auch Airwick, meine ich, ne? Nicht Glade. Auf jeden Fall leuchten die auch und das finde ich richtig schön im Wohnzimmer. Mein Freund war auch begeistert davon, das ist natürlich Spielkram. Aber dadurch, dass sie im Angebot waren, ich glaube, was habe ich gezahlt? Die Hälfte? Ich glaube, sonst kosten die 5 und ich habe 2,50 gezahlt oder 2,45. Ist eine coole Spielerei und ich habe auch aktuell noch eine da. Ja, gefallen mir sehr gut. Und jetzt, oh, meine Nase juckt die ganze Zeit, sorry. Oh. Kommen wir zu dem Rest. Alles bezieht sich alles um auf Wäsche waschen. Und zwar mein geliebtes Perwoll, einmal für Buntwäsche ist alle gegangen. Also für alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen, Perwoll geht bei mir immer. Ist somit mein liebstes Waschmittel. Deswegen habe ich auch hier das Schwarze aufgebraucht. Ich kaufe das schon ewig nach. Von dem Schwarzen haben wir auch zwei leer gemacht. Mir ist auch mal aufgefallen, also schwarze Kleidung haben wir mit am meisten irgendwie. Ja, ist immer unsere meiste Wäsche, deswegen sind davon auch zwei leer gegangen. Und dann hatte ich aber alternativ auch noch andere da. Falls ihr euch wundert, warum wir so viel Waschmittel hier aufgebraucht haben, wir sind gefühlt eine Wäscherei immer. Also wenn ich Wäsche mache, habe ich das Gefühl, wir haben hier einen Laden. Es ist so krass, was wir an Wäsche einfach verbrauchen. Dadurch, dass ich meine Arbeitsklamotten habe, dadurch, dass wir beide jeweils unsere Sportklamotten mehrmals die Woche haben, mein Freund ja täglich, und dann noch die normale Freizeitkleidung. Also es kommt einfach unglaublich viel zusammen und da braucht man auch jetzt nicht irgendwie sparsamer, sage ich mal, sein. Wir ziehen unsere Hosen alles auch mehrmals an. Damit hat das nichts zu tun, aber es ist einfach wegen den Sportsachen, meinen Arbeitssachen und den Alltagssachen. Ja, verrückt. Also ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man noch Kinder hat, aber gut. Ja, ich hatte noch alternativ, darauf wollte ich jetzt zurückkommen, von Spee hier dieses Aktivgel Frische Kick. Das fand ich auch sehr gut. Hatte ich gekauft, das war irgendwie im Angebot und deswegen, hatte ich das mal mitgenommen. Finde ich auch vom Geruch her gut, würde ich auch mal wieder nachkaufen. Aber ich habe erstmal noch anderes jetzt da. Ich bin aktuell in Verwendung von Lenore, das riecht auch richtig toll. Ein Flop-Produkt für mich, völlig ist von Ariel hier dieses, das sind diese Pots, 3-in-1 Pots. War so ein Testangebot, was ich mal für 2 Euro gekauft hatte im DM, sagt mir vom Geruch überhaupt nicht zu. Ich will nicht sagen, dass es die Wäsche nicht reinigt, natürlich erfüllen die ihren Zweck auch, wie jedes andere Waschmittel auch, aber der Geruch ist bei mir einfach gefloppt. Also, nee, mochte ich gar nicht und da war ich auch froh, dass die leer waren. Dann habe ich, entdeckt letztens von Vernell einen neuen Weichspüler und alleine diese Verpackung schon wieder. Warum macht ihr sowas? Einfach damit wir es kaufen, ich weiß, aber ist sie nicht schön? Ja, total bescheuert. Und zwar ein Weichspüler, der nennt sich Romance Ele Französische Parfums. Da gibt es 2 Sorten, soweit ich weiß. Ich habe mich für diese entschieden, die andere hat mir nicht so zugesagt und der Geruch ist himmlisch. Also für alle, die Weichspüler verwenden, göttlich, mag ich sehr gerne. Muss ich mir unbedingt nachkaufen, am besten heute noch. Ja, mochte ich wie gesagt sehr, sehr gerne. Und mein Mülleimer hier neben mir ist schon voll. Stellen wir mal auf den Boden. Dann ein Produkt, was ich aufgrund von Zuschauerempfehlung von euch mal gefunden hatte. Ganz versteckt, ehrlich gesagt, habe ich überall danach geguckt. Und letzten Endes habe ich es dann in der Metro gefunden von Softlan.
ein Weißspüler mit weißen Blumen und Kokosnussduft. Und ja, die, die mich lange schauen schon, die wissen, ich liebe Kokosnuss in allen Varianten, ob in Handseife, ob in Shampoo, ob in Duschgel, also Handcreme, egal. Ich liebe Kokosnuss, deswegen passend eigentlich für mich. Der ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich den aufgebraucht habe. Riecht gut, ja. Ich muss aber sagen, ich hatte davon, ich weiß gar nicht, hatte ich davon zwei oder drei, die ich jetzt innerhalb der letzten Monate aufgebraucht habe. Auf jeden Fall mehrere, ich glaube zwei, drei, ich weiß es nicht. Und ich kann den Geruch nicht mehr riechen. Also das ist wirklich so ein Produkt, ja, toll, aber ich habe es überrochen, leider. Aber macht nichts, denn den gibt es sowieso gefühlt kaum irgendwo. Ja, und dann habe ich noch die beiden letzten Produkte, und zwar mein Vanell-Weichspüler. Das ist so auch mit meinem Liebster. Den habe ich schon so oft nachgekauft. Ich kann euch das gar nicht erzählen, wie oft, ich weiß es nicht mehr. Das ist der mit Patchouliöl und lila Orchidee und ja, Nachkaufprodukt absolut. Kann ich wirklich empfehlen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Produkt für dieses Video. Und zwar sind es von Lenore die Unstoppables, das Wäscheparfum. Und Leute, ja, es ist nicht gut für die Umwelt und ja, es ist schweineteuer. Aber ich liebe es. Es ist wirklich eine coole Alternative, sage ich mal, weil keine Weichmacher enthalten sind, jetzt wie bei Weichspüler. Das heißt, man kann es für mehrere Sachen verwenden und es riecht so, so gut. Also man kann damit ja auch sparsamer umgehen. Man muss ja nicht die ganze Kappe vormachen oder generell so viel, wie draufsteht. Man kann ja auch immer ein bisschen sparsamer damit umgehen, damit man auch länger was davon hat. Aber wenn ich das schon rieche am Deckel, es ist toll. Es gibt davon ja auch eins mit lilanem Deckel. Das riecht auch toll, das habe ich mir aber noch nicht gekauft, weil ich mir dachte, gut, Michelle, chill mal. Es kostet 6 Euro und ja, das war später schon deutlich günstiger. Aber ab und zu gönne ich mir das gerne und ich muss sagen, wenn ich da die Wäsche aufhänge, jetzt noch aktuell in der Wohnung, weil das Wetter wird ja gerade erst gut, die ganze Wohnung duftet und das ist so himmlisch. Also das ist so ein 2-in-1, nicht nur die Wäsche duftet, sondern die ganze Wohnung duftet danach und ich liebe das, wenn man nach Hause kommt und die ganze Wohnung danach riecht. Ja, toll, 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 toll. Sagt mir mal, habt ihr euch das auch schon gekauft? Habt ihr schon ausprobiert? Oder sagt ihr, ne, 6 Euro, dafür gebe ich nicht aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich Wochen davor gesträubt, bin immer wieder am Regal vorbeigegangen und dachte mir, nein, 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 das ist mir zu teuer. Aber seitdem ich es das erste Mal gekauft habe, musste ich es wieder nachkaufen. Und ich weiß, dass es auch nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Ja. That's it, würde ich sagen. Gut, meine Lieben, das war jetzt erstmal der erste Teil. Also ihr habt gesehen, das sind so die Sachen, die ich jetzt aufgebraucht habe. Größtenteils bin ich ja auch begeistert von den Sachen. Ein paar Flops waren dabei, das habt ihr jetzt gesehen. Aber ja, ich würde sagen, endlich wieder ein bisschen mehr Platz hier im Zimmer. Ich werde gleich mal zum Müll laufen, das Ganze rausbringen. Ich hoffe, da war was für euch dabei an Tipps vielleicht und Empfehlungen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr gerne im zweiten Teil auch mit dabei seid, den ich jetzt gleich drehen werde. Und ja, lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich immer darüber und bis hoffentlich zu meinem nächsten Video. Macht's gut. Ciao.